Hallo und willkommen zu neuem Video. Heute zeige ich dir, wie du diese einfache Decke mit zwei Muster häkeln kannst. Und zwar ein Muster ist Alpine Stitch und zweites Muster ist Granny Muster. Letztes Jahr habe ich ähnliche Decke gehäkelt, aber hier war ein Muster auf ganze Seite. Videoanleitung für diese Decke findest du unten in der Beschreibung. Aber heute werde ich diese zwei Muster jede fünfte Runde wechseln. Wünsche dir viel Spaß, abonniere meinen Kanal und jetzt können wir anfangen. Für das Video ich verwende ein bisschen dickere Acrylwolle, aber du kannst jede andere Wolle verwenden und dazu brauchen wir passende Häkelnadel. Ich beginne mit einem magischen Ring. Und häkle erste Runde, zwei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen in Ring, drei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen in Ring, zwei und drei, wieder drei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen in Ring, und drei, und nochmal drei Luftmaschen und drei ganze Stäbchen in Ring. Und drei. Jetzt Faden ziehen und Ring schließen und die Runde beenden, eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen in diese zweite Luftmasche. Faden holen und abmaschen. Jetzt die zweite Runde. Drei Luftmaschen. Ab jetzt häkeln wir immer am Anfang drei Luftmaschen. Zwei ganze Stäbchen in das Loch. Und zwei. Auf der Seite häkeln wir Granny Muster. Insgesamt mit dieser Luftmaschen haben wir drei. Jetzt eine Luftmasche. Und in dieses Loch drei ganze Stäbchen. Zwei und drei. Drei Luftmaschen. Und auf der Seite kommt Alpine Stitch. In das Loch zwei ganze Stäbchen. Ein ganzes Stäbchen in die nächste Masche. Ein vorderes Reliefstäbchen in diese mittlere Masche. Ein ganzes Stäbchen in die nächste Masche. Nochmal. Und zwei ganze Stäbchen in das Loch. Und zwei. Jetzt auf der Seite kommt wieder Granny Muster, drei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen in das Loch. Zwei. Drei. Eine Luftmasche und drei ganze Stäbchen hier. Eins, zwei, drei.
drei Luftmaschen und hier nochmal Alpinstitch, zwei ganze Stäbchen in das Loch. Ein ganzes Stäbchen in die nächste Masche, vorderes Reliefstäbchen in mittlere Masche, ein ganzes Stäbchen in die nächste Masche, zwei ganze Stäbchen in das Loch, und wieder am Ende eine Luftmasche. Und jetzt ein halbes Stäbchen in diese dritte Masche. Und abmaschen. Das war die zweite Runde. Dritte Runde wieder. Drei Luftmaschen am Anfang. Zwei ganze Stäbchen in das Loch. Insgesamt haben wir drei. Eine Luftmasche und wieder drei ganze Stäbchen, Luftmasche, drei ganze Stäbchen, drei Luftmaschen und hier kommt wieder Alpin Stitch, in das Loch zwei ganze Stäbchen, zwei und jetzt werde ich zählen, hier habe ich vorderes Reliefstäbchen gehäkelt. In der Runde werde ich ganze Stäbchen. Dann hier kommt ganzes, vorderes. Dann ich beginne mit vorderem. Immer so abwechselnd. Hier kommt ganzes, vorderes. Hier kommt ganzes. Und wieder vorderes Reliefstäbchen, normales ganzes Stäbchen und vorderes. Immer in das Loch zwei ganze Stäbchen und zwei. Und jetzt sieht das so aus. Hier drei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen, Luftmasche, drei ganze Stäbchen und so weiter. Und auf der Seite genauso wie hier. Wir sehen uns wieder am Ende der Runde. Zwei ganze Stäbchen in das Loch. Eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen in diese dritte Masche. Das war die dritte Runde. Vierte Runde wieder drei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen in das Loch, eine Luftmasche, drei ganze Stäbchen, Luftmasche und so weiter. Und wir sehen uns noch auf der Seite. Drei Luftmaschen, immer auf der Seite mit Alpin Stitch, am Anfang zwei ganze Stäbchen in das Loch. Und jetzt wieder, hier war vorderes, jetzt kommt hier normales, vorderes, normales, das heißt ein ganzes Stäbchen in die nächste Masche, vorderes Reliefstäbchen in die nächste. Ein ganzes Stäbchen in die nächste, vorderes in die nächste Masche und so weiter, so abwechselnd. Wir häkeln noch ganze Runde und dann noch fünfte Runde, das gleiche Muster wie das da und dann ich werde Muster wechseln. Ich habe fünf Runden gehäkelt, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt werde ich wechseln Muster. Hier kommt jetzt Alpin Stitch. Am Anfang drei Luftmaschen.
ein ganzes Stäbchen ins Loch. Jetzt haben wir zusammen zwei. Und jetzt hier ein vorderes Reliefstäbchen in erste Masche, ganze Stäbchen in die nächste und vorderes in die nächste. Nochmal vorderes. Und hier in das Loch ein ganzes. Immer abwechseln und wieder. Ein vorderes, ein ganzes Stäbchen, ein vorderes und in das Loch ein ganzes. Das wiederholen wir bis zum hier. Am Ende zwei ganze Stäbchen in das Loch. Und zwei. Jetzt drei Luftmaschen. Und auf der Seite wir häkeln jetzt Granny-Muster. Drei ganze Stäbchen in das Loch. Eins, zwei, drei, eine Luftmasche. Jetzt überspringen drei Maschen, 1, 2, 3 und in die nächste drei ganze Stäbchen. Und 3, eine Luftmasche, wieder drei Maschen überspringen und drei ganze Stäbchen in die nächste Masche und so weiter. Das häkeln wir bis zum hier und hier in das Loch auch drei ganze Stäbchen. Und hier wieder drei Luftmaschen. Auf der Seite häkeln wir Alpin Stitch. Am Anfang immer zwei ganze Stäbchen. Und hier vorderes Reliefstäbchen, normales, vorderes, normales und so weiter. Und auf der Seite wieder Granny Muster wie hier. Wir sehen uns am Ende der Runde. Und so häkeln wir weiter. Wieder nach 5 Runden wechseln diese Muster. Und du kannst häkeln so viele Runden, wie viel du möchtest. 30, 35, 40 und so weiter. Ich werde für das Video nur zusammen 10 Runden häkeln. Aber in letzter Runde, wir häkeln hier und hier immer auf der Ecke nur 2 Luftmaschen, nicht 3. Und dann zeige ich dir, wie du Rand häkeln kannst. Ich habe insgesamt 10 Runden. Das ist für das Video letzte Runde. Hier habe ich nur 2 Luftmaschen gehäkelt. Und ich beende die Runde so, dass ich häkle nur eine Luftmasche. Und in diese dritte Masche eine feste Masche. Und jetzt sieht das so aus. Jetzt zeige ich dir, wie du Rand häkeln kannst. Ab jetzt, ich häkle nur 2 Luftmaschen und beginne gleich mit dem Rand. In erste Masche, ich häkle vorderes Reliefstäbchen. In die nächste Masche, hinteres Reliefstäbchen. Und wieder. Vorderes Reliefstäbchen und hinteres Reliefstäbchen. Und das wechseln wir ganze Runde. Vorderes Reliefstäbchen und hinteres. Jetzt häkeln wir bis zum hier und dann häkeln wir noch diese Ecke. Vorderes Reliefstäbchen in die letzte Masche. Hier in das Loch ein ganzes Stäbchen.
zwei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen. Und auf der Seite, wir beginnen auch mit vorderem Reliefstäbchen, hinteres Reliefstäbchen in die nächste Masche und wieder vorderes Reliefstäbchen und ganze Stäbchen in das Loch. Und wiederholen. Vorderes, hinteres, vorderes, ganze Stäbchen. Das häkeln wir bis zum hier. Auf der Seite auch beginnen mit vorderem Reliefstäbchen und das häkeln bis Ende der Runde. Ein ganzes Stäbchen in das Loch. Und jetzt eine Luftmasche und feste Masche in diese zweite Masche. Und so beenden wir die Runde. Jetzt zweite Runde vom Rand, zwei Luftmaschen. Und jetzt hier beginnen wir mit hinterem Reliefstäbchen. Und in vorderes Reliefstäbchen, wir häkeln vorderes. In hinteres, wir häkeln hinteres Reliefstäbchen. Und wieder vorderes und hinteres. Und so wiederholen wir ganze Runde. Ist gut, wenn wir häkeln 3, 5 oder 7 Runden für unser Rand. Am Ende wir beenden die Runde mit Kettmasche und die Decke ist fertig. Wenn wir häkeln mehr Runden, dann sieht diese Muster besser aus. Und das war's für heute. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns nächstes Mal.